Okay, ich bin schon drinnen. Wir haben in das Maul des riesigen Geistes rein müssen. Hallo? Hey Mario! Mario, wenn ich nicht irre. Genau, Mario, hör zu. Ich habe das Gefühl, dass du mir erneut helfen kannst. Nun, das Hotel, es ist voller Geister. Vielleicht könntest du reinkommen, bitte. Ich weiß, dass du ein Wunderheiler bist. Keine Bescheidenheit. Okay, und wie sieht's aus? Ich sag dazu einfach mal nichts. Warum benutzen immer die Hoteliers, oder wie man das nennt, kein Geisterabschreckmittel? Das weiß sogar jedes Kind, dass man sowas benutzen muss. Okay, ich bin schon drinnen. Wir haben in das Maul des riesigen Geistes rein müssen. Wie das jetzt ging, weiß ich nicht. Und wir haben wieder eine Mario-Mission. Eine mehr oder weniger einfache. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, Münze kommen, nehme ich mit. Bloops. 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 So, was machen wir hier? Einfach Blöcke zerstören. Die Logik wieder mal, nicht wahr? Und nun das Einfachste. Das ist natürlich mit einem 3D-Stick extrem einfach, wollte ich sagen, aber... Ja, extrem einfach. Juhu. Ultra erzählt uns wieder Scheiße. Ja. Natürlich alles von vorne, wie wir es kennen. Und nicht lieben. Ich hoffe, ich gehe nicht Game Over. Das wäre richtig peinlich. In dieser leichten Mission, die ich sogar noch geübt habe. Das ist nämlich eine meiner Lieblingsmissionen, die ich spiele privat. Deswegen müsste ich die eigentlich richtig gut können. Ich versuche mal hier ein extra Leben zu bekommen. Sieht aber nicht so aus. Bevor ich jetzt hier mein Leben riskiere, gehe ich einfach mal... So, ich habe Black Screen. Eine schuldige Misch. Einfach mal weiter. Das ist wirklich das einzig Schwere an der Mission. Der Rest ist so einfach. Und wenn man das hier einstampft, gibt es ein extra Leben. Jetzt dürfen wir nur nicht mehr sterben, ne? Ist klar. Denn da vorne wartet auch schon der Scheinsprite. Hopsa! Nein, du tust mir nichts. Here we go! Schön. Hätten wir wieder eine Mission. Fast erfolgreich abgeschlossen. So. Ich werde auch heute noch eine Runde Sunshine aufnehmen. Heute ist Montag. In Deutschland sind Ferien, bei uns nicht. Leider, leider.
Bei uns nur bis Dienstag, also bis morgen. Aber der Part, der kommt bei euch sowieso extrem spät. Ich bin jetzt in welchem Kapitel? Auch egal. Ich musste was nachsehen. Nur mal so nebenbei eine Frage, was haltet ihr eigentlich so von Super Mario Sunshine? Ja, wir wollten nämlich noch in die Mission einmal. Hier gibt es den geheimen Schein Nummer 1. Unschwer zu erraten, wo. Verdammt. Boah. So. Lasst mich nachdenken. Nein. Dann war es hier. Ja. Eine blaue Münze. Finde ich schön, finde ich schön. Bla bla bla, hör mir zu, bla bla bla, Hotel ist voller Geister, könntest du mir helfen, ist mir egal. Ja. Nein, 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 nein. Hochkommen wird man immer. Ohne sich zu verletzen, schaffe ich auf jeden Fall. Aber das Runterkommen, ohne sich zu verletzen, ist natürlich schwer. So. Leute, seht mal. Eine blaue Münze. Fick dich. Es war ein Geist. Ja. Wie gesagt, runterkommen, ohne sich zu verletzen. Ist schwerer als hochkommen, ohne sich zu verletzen. Aber wir haben ja zum Glück den Dreck weg, den ich sogar besser finde als das, was Luigi bekommen hat auf den GameCube. Den Schreck weg. Nebenbei erwähnt, Luigi's Mansion habe ich auch Let's Played. Auf meinem alten Kanal. War ein mehr oder weniger lustiges Projekt. So. Dann. Lasst uns doch zusammen den roten Switch suchen. Ist meine Kamera wieder. So wie ich sie haben will. Ich weiß auch schon, wo der ist. Der ist nämlich hier oben. Und jetzt haben wir wieder rote Münzen-Action. Ich will die Kamera aber noch ein bisschen besser. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe noch Game Over in den Kapitel. Ah, das wäre gar nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Besonders weil es noch viel, viel schwierigere Missionen gibt. Na 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 na. Ist natürlich die Frage, wo muss man springen? Ja. Hab's. Thank you.
Warum? Das kann man doch nicht wissen. Ja. Unser letzter Versuch, würde ich sagen. Ich will doch nur wissen, wo die alle sind. Dann wäre es alles viel, viel leichter. So. So. Ja, Sunshine ist schon ein sehr, sehr langes Spiel. Aber es liegt jetzt nicht daran, dass es so viele Level hat. Das liegt daran, dass die Level einfach übelst schwer sind. So. Ja, Mann. Gut, dass ich das Extra-Leben geholt habe. Ich hasse es, dass man so unter Zeitdruck steht. Denn die Zeit ist auch wirklich knapp gesetzt. So, so, so. Verdammt. Ich würde gern wissen, ob da unten eine blaue auf, eine rote auftaucht. Eine blaue. Wir haben jetzt auch 8 blaue. So, jetzt richtige Kamera. Gerade. Und zack! Hopsa. Ja. Aber unten ist nichts. Das ist gut, das zu wissen. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Wo war die letzte? Unten war keine. Und zurückrennen, das wird wohl extrem krank sein. Das wird man wohl nicht müssen. Nee, nicht sterben, Mario. So. Nee, da ist nichts.